Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. In einem der letzten Teile habe ich einen kleinen Haul gehabt, in dem ich diese Farben hier ausgepackt habe. Und heute wollen wir es testen. Malen nach Zahlen. Das letzte Mal, als ich Malen nach Zahlen gemacht habe, da war ich noch ein Kind. Und das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, wie kacke die Farben gedeckt haben. Deswegen bin ich umso gespannter, wie die Qualität jetzt aussieht. Im Set enthalten ist eine bedruckte Leinwand. Die fühlt sich schon mal mega an. Die fühlt sich so an, als ob sie schon mit Gesso bearbeitet worden ist. Dann ein Pinselset aus 3 Pinseln und diese Farben hier. Das Erste, was mir auffällt, ist, die Leinwand, die ist riesig. Die passen auch nicht mal ganz aufs Bild drauf. Aber die Farbnäpfchen sind winzig klein. Wird das reichen? Dazu kommt auch gleich die erste Enttäuschung. Meiner Meinung nach sehen die Farben nicht so aus wie die, die ich auf dem Bild hätte verwenden müssen. Hier seht ihr das Originalbild. Das Originalbild hat so richtig knallige Farben und mein Farbset ist eher gedeckt. Umso gespannter bin ich, was dabei rauskommt. Also, los geht's. Die Pinsel sehen auf den ersten Blick super aus. Letztens habe ich übrigens die Frage gelesen, warum diese Nüpsis ja immer die Pinselhaare kaputt machen, wenn man sie wieder draufsetzen möchte. Ganz einfach, die sind für den allerersten Gebrauch. Die sind nicht dafür da, um sie mehrmals wieder zu verwenden. Einmal abgesetzt, sollte man sie nicht mehr wieder draufsetzen. Das erste Rätsel der Farbe ist schon mal gelöst. Zwei Farben haben wir doppelt. Die Nummer 1 und die Nummer 2. Die zwei dunkelsten Farben, die wir haben. So habe ich keine Anleitung mitgeliefert bekommen. Aber online gibt es eine kleine Mini-Anleitung. Unter anderem stand da drin, dass man die Farben sehr gut durchmischen soll. Und bevor es losgeht, swatche ich einmal die Farben. Und bevor es überhaupt losgeht, habe ich gekleckert. War ja typisch, ne? Aber es lässt sich, also es ist tatsächlich beschichtet. Da ist Gesso drauf. Und es lässt sich relativ gut abwischen. Aber davon lasse ich mich natürlich nicht abbringen. Wir wollen ja jetzt mal anfangen. Das erste, was auffällt, dass manche Zahlen total unlogisch verteilt sind, dass die Fläche ist riesengroß, aber die Zahl ist mini klein gedruckt und das auch noch auf so einer Kante, wo man nicht immer versteht, gehört das jetzt nach oben oder nach unten. Zwei von den drei Pinseln sind richtig, richtig gut. Die habe ich sogar im Anschluss behalten. Aber einer war komplett irgendwie komisch geschnitten und hatte so eine komische Delle-Kante. Den konnte ich praktisch nicht benutzen. Zwischendurch habe ich auch mal ein Dotting-Tool ausprobiert. Das ist sogar eine richtige Methode beim Malen nach Zahlen und nennt sich Dot-Pen. Aber das hat mir weniger gut gefallen. Also man kann die Farbe noch weniger, noch schlechter, noch wenig pigmentierter verteilen. You like liquid honey.
Ich saß da gestern 6,5 Stunden dran, an diesem kleinen Stück. 6,5 Stunden. Und ich hasse es. Ich hasse dieses Projekt. Warum habe ich mir das nur angetan? Frag ich mich gerade. Grundsätzlich weiß ich nicht, ob Malen nach Zahlen so mein Ding ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat das schon was Meditatives. Aber irgendwie nervt mich das auch extrem. Wenn ich sehe noch, was ich vor mir habe, rumgekleckert habe ich auch ganz viel. Aber vor allem der Grund, warum es keinen Spaß macht, ist, weil es hässlich aussieht, das Endergebnis, weil die Farben überhaupt nicht decken. Also es gibt Farben, die decken und es gibt Farben, die decken überhaupt nicht. Guckt euch an, wie das aussieht. Das sieht einfach aus wie ekelhafte, hässliche Farbkleckse. Als ich geswatcht habe, dachte ich, ich war zufrieden mit den Farben. Ich war begeistert über die Farben. Ich dachte, sie würden decken. Aber tun sie nicht. Guckt euch dieses Geschmiere an bei diesem Braun oder hier bei diesem Rot. Die Farben an sich haben eine komische Pigmentierung nach dem Trocknen, finde ich. Die sehen einfach dreckig aus. Und dann decken sie ja noch nicht mal. Guckt euch das an. Da, wo ich das, was ich befürchtet habe, es kommen die Zahlen durch. Die decken so schlecht, dass selbst die Zahlen durchkommen. Oder hier, guckt euch dieses Rot, komische. Dann, was mich tierisch ankotzt, ist, guckt euch mal diese riesige Fläche an, ne? Diese riesige Fläche. Und dann versuch mal, die richtige Zahl dazu zu finden. Anstatt dass hier mehrmals, wo eine Fläche so groß ist und sich lang zieht, dass da mehrmals die Zahlen drauf sind. Nein, es wird irgendwo so ein furzkleiner Zahl drauf gemacht und die gesamte Fläche hier ist leer. Also es müsste besonders, wenn so eine Fläche sich über Schlaufen und weiß was ich was drüber geht, müssten die Zahlen ja mehrmals da vorhanden sein. Teilweise, so wie hier, ist eine Zahl sehr oft einfach irgendwo mitten auf den Strich gedruckt, so dass du im Prozess nicht verstehst, zu welchem Feld das gehört. Teilweise ist eine Zahl einfach auch doppelt über den Strich gedruckt und dann hast du auf einem Feld zwei Zahlen und musst zuordnen, zu wem jetzt welche Zahl gehört. Teilweise sind die Zahlen so schmierig und komisch gedruckt, dass du nicht weißt, ob es ein Fliegenschiss ist oder eine Zahl ist und wenn das eine Zahl ist, welche soll das bitte sein? Also es macht keinen Spaß. Ich bin aber auch ein Volldepp und habe mir natürlich sofort ein monströses, kompliziertes Bild ausgesucht, dafür, dass ich das letzte Mal in meiner Kindheit gemacht habe, ne? Es war mal wieder schlau, aber egal. Ich mache weiter. Ich bin ja so ein kleiner Masochist. Wenn ich etwas anfange, muss ich es auch zu Ende bringen. Nummer eins. Nummer zwei. Mich interessiert es wirklich, ob die Farben ausreichen. Das interessiert mich so sehr, dass ich bereit bin, mich zu quälen. Also weiter geht's. Auch wenn das jetzt hier so super harmonisch aussieht, habe ich mich wirklich sehr gequält und diesen Tag verflucht, an dem ich mir dachte, hey, malen nach Zahlen. Ich habe mich auch bei Instagram bei euch ausgeheult und zu Recht habt ihr mich gefragt, warum ich den Scheiß überhaupt mache. Ich habe mir das natürlich irgendwie versucht, schön zu reden in meinem Kopf. Schuld seid natürlich ihr. Wer denn sonst? Ich versuche einfach auf diese Art und Weise euch zu zeigen, wo es sich lohnt, halt Geld auszugeben und wo nicht.
Ich opfere mich sozusagen für euch, heldenhaft. Ja, wer möchte, darf mich gerne Robin Hood der Künstlerbranche nennen. What? Tatsächlich habe ich einfach nur einen Knall und irgendeine masochistische Art will immer wieder befriedigt werden. Kein Plan. Aber na gut, damit das Video irgendeinen Mehrwert hat, habe ich mich auf die Suche begeben nach Tipps und Lifehacks, damit diejenigen unter euch, die das tatsächlich genießen, auch einen Mehrwert in diesem Video sehen. Ich sehe es nicht. Die allererste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie und wo fängt man an? Und da widersprechen sich die Leute extrem. Einige fangen mit der hellen Farbe an, andere fangen mit der dunklen Farbe an. Die Linkshänder empfehlen, oben in der rechten Ecke anzufangen und andersherum und so weiter und so fort. Mein Tipp aus der Künstlersicht wäre es, von hinten nach vorne zu arbeiten. Also auch so, wie es standardgemäß bei Acrylbildern gemacht wird. Das heißt, wenn es einen Hintergrund gibt, macht man als erstes den Hintergrund. Je weiter etwas zurückliegt, desto früher fängt man an, das auszufüllen, die Felder. Und das, was ganz vorne bei uns, nah an uns dran ist, das füllen wir zum Schluss aus. Genauso habe ich auch gearbeitet. In meinem Bild war das ganz einfach, also von oben nach unten. Und dann habe ich darauf geachtet, dass ich möglichst, wenn es möglich ist, erst die großen Felder ausfülle, dann die kleinen. Denn wenn du so klitzekleine Pupspunkte hast und dann drumherum nochmal malst, dann werden diese klitzekleinen Pupspunkte noch kleiner. Das heißt, diese ganzen Lichtreflexe, die ich im Wasser habe, wären nicht rausgekommen, nicht so schön rausgekommen, hätte ich erst die kleinen Felder bemalt. Also habe ich erst die großen und dann im Anschluss die kleinen. Wenn es möglich war, habe ich darauf geachtet, dass ich erst die dunklen und dann die hellen Farben drüber aufgetragen habe, auch aus demselben Grund wie mit der Größe. Ich habe mit zwei, teilweise sogar drei Wasserbehältern gearbeitet, damit ich wirklich sauberes Wasser habe, weil die Farben decken so schon nicht. Die Farben sind so schon matschig pigmentiert. Und wenn ich dann auch noch mit dreckigem Wasser arbeite, dann habe ich wirklich nur matsche Farben. Also ich habe da sehr drauf geachtet, sauber, so sauber es geht, mit diesen matschen Farben zu arbeiten. Und mein letzter Tipp wäre es, die Ränder abzukleben. Je nachdem, ob ihr das wollt, ihr das auf eine Leinwand spannen im Anschluss, dann ist es egal. Aber wenn ihr das einrahmen wollt, dann sollte man auch einen relativ glatten Rand haben, denn per Hand schafft man das nicht. Per Hand wird es wellig so oder so. Also wenn ihr einen glatten Rand haben wollt, dann klebt ab. Das letzte Kästchen. Ich werd wahnsinnig. Lasst uns das mal zusammen ausmalen. Ich bin fertig, endlich fertig. Insgesamt habe ich 7 Tage dran gesessen und 22 Stunden und 15 Minuten dafür gebraucht. Hat sich das Ganze gelohnt? Nein, aber sowas von nein, aber nein im Quadrat und hoch 10. Nein, es hat sich definitiv nicht gelohnt. Warum?
Sieht doch von weitem ganz cool aus, oder? Aber nicht, wenn man sich die Sache genauer anguckt. Zahlen kommen durch. Extrem kommen die Zahlen durch in den hellen Bereichen. Das Ganze sieht sehr fleckig aus. Also bei den hellen Farben, die sehen halbwegs gleichmäßig aus, aber die Zahlen kommen durch. Die dunklen Farben sehen sehr flächig aus, fleckig aus. Und wenn die frisch aufgetragene Farbe noch halbwegs gut aussieht, noch halbwegs gut aussieht, deswegen war ich ja auch, dachte ich, dass die Farben gut wären, als ich sie geswatcht habe. Aber sobald sie trocknen, werden die echt komisch. Nicht nur, dass die fleckig sind, wie man da sieht, und einfach komplett die Pigmentierung verlieren, sondern auch das Weiße, also so, als ob sie sich zusammenrollt, die Farbe, und das Weiße der Leinwand kommt wieder durch. Seht ihr da bei diesem Grün, seht ihr diese 3,4 oder was auch immer, diese Punkte, weißen Punkte? Das ist die Leinwandstruktur, die da wieder rauskommt, weil die Farbe sich irgendwie so komisch zusammenzieht. Also Katastrophe, einfach nur Katastrophe. Das Ding hat nicht viel gekostet. Ich blende euch mal den Preis ein. Wirklich nicht viel. Kommen wir zum Fazit. Also, das Bild ist geil. Und es sieht doch auch geil aus von weitem, ne? Aber nicht mit diesen Farben. Also, wenn man unbedingt das malen möchte, dann kann man sich das kaufen. Die Leinwand hat wirklich eine sehr gute Qualität und ist auch gut bearbeitet. Die Zahlen sind teilweise unerkenntlich, mini klein gedruckt. Da ist über diese gesamte Fläche, dieses rote, ne? Da war hier eine kleine 7 und das alles, das alles, dieses verbunden, da stand nichts drauf. Also muss man immer zwischendurch sich auch selber die Zahlen notieren. Aber es ist okay für den Preis. Aber man muss definitiv sich andere Farben holen. Die Farben sind nicht besonders kompliziert. Man könnte zur Action gehen und sich Farben holen, irgendwie so ein 36er Set und dann werden all diese Farben beinhaltet sein. Aber dann wäre es wieder dasselbe in Grün Actionfarbe, ist genauso scheiße. Ich würde einfach so ein Amsterdam Set mir für einen 20er holen und dann habe ich ein Leben lang Acrylfarben, mit denen ich mal nach Zahlen machen könnte. Ich überlege natürlich, wie würde sich, also ein Künstler, der sich schon mit Kunst beschäftigt, der macht nicht mal nach Zahlen, seien wir ehrlich. Oder sehr unwahrscheinlich. Also wenn Ihnen das wirklich beim Abschalten hilft, dann vielleicht. Auf jeden Fall für die Personen, die nur mal nach Zahlen machen und sonst künstlerisch nicht sehr aktiv sind, würde ich dennoch auf jeden Fall empfehlen, mir andere Farben zu holen. Denn ich denke, dass das Ziel von euch, die mal nach Zahlen machen, ist das, dieses Bild am Ende des Tages auch aufzuhängen. Stolz darauf zu sein, so ein Bild erschaffen zu haben. Und das werdet ihr nicht. Wenn das Ganze so aussieht, da werdet ihr nicht stolz auf euer Bild sein, wenn das Ganze so aussieht. Wenn ihr euch erinnern könnt, dann habe ich ja insgesamt drei Bedenken gehabt. Erstens, reicht die Farbe überhaupt aus? Zweitens, stimmt die Farbe überein mit dem Titelbild? Und drittens, sind die Pinsel gut genug, um damit zu malen? Kommen wir zu Nummer 1. Hat die Farbe ausgereicht? Ja. Tatsächlich. Also wirklich teilweise bis kurz vor knapp, wie man hier so sieht. Teilweise sind die Näpfchen noch komplett voll. Komplett voll. Hier, guck mal, das Blaue ist komplett voll. Aber es hat gereicht. Es hat tatsächlich gereicht. Wie sind die Pinsel? Was Pinsel angeht, kann ich echt nicht klagen. Also nur den einen werde ich entsorgen. Damit kann ich noch nicht mal mehr Kleber aufbringen, weil der komplett sich zu allen Seiten biegt, aber die anderen zwei werde ich noch behalten und weiter benutzen. Die sind klasse. Und stimmt das Bild mit dem Titelbild überein? Ich zeige euch hier mal zwei Vergleichsfotos. Nicht ganz, ne? Also, es ist schon sehr, sehr nah, aber nicht ganz. Schon ein sehr heftiges, bearbeitetes Bild gewesen. Aber es kommt dem Ganzen schon nah. Was näher kommt, ist eher dieses Bild, was einem mitgeliefert worden ist. Das sieht der Sache schon eher näher aus. Mein Fazit ist auf jeden Fall, kann man machen. Für 9 Euro, alter Schwede, kann man machen.
Für 9 Euro kann man sich auch einfach nur diese Leinwand holen, dieses Stück Leinwand und die komplett übermalen, was anderes draufmalen, ne? Und hier kriegst du ja noch Pinsel und Drecksfarben und so noch dazu. Kann man machen, ich würde aber definitiv andere Farben holen. Die Farben sind grottenschlecht. Also jetzt kann ich kann das Bild einfach nur wegschmeißen. Mehr kann ich damit nicht machen, weil die Farben so kacke waren. Und übrigens doppelt und dreifach drüber malen bringt auch nicht viel. Das habe ich in einigen Bereichen versucht zu machen. Dann ist es trotzdem fleckig. Es ist trotzdem fleckig. Wenn ihr mal Bock habt, das nachzumachen, dann verlinke ich euch mal einen Gutscheincode und den Shop unten. Auch wenn die Firma mal nach Zahlen anscheinend nicht so drauf hat. Also ich hatte ja nur ein Bild von denen. Was sie drauf haben, ist Diamond Painting. Das definitiv. Also wenn ihr in die Richtung gehen wollt, dann guckt bei denen im Shop vorbei. Auch mega günstig, qualitativ aber top. Habt ihr schon mal nach Zahlen gemacht? Und wenn ja, mit wie vielen Jahren, vor wie vielen Jahren genau? Schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren. Und ansonsten hinterlasst mir für meine Qualen bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns im nächsten kreativen Video. Bis dahin. Bye.